Herzlich willkommen bei Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und in diesem Video geht es darum, warum man nicht mit Markierungen beginnen sollte, wenn man das Dummy-Training beginnt und mit was man anstatt dessen anfangen sollte. Und wenn dir der Kanal gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und drück die Glocke, damit du bei jedem Video-Upload informiert wirst, wenn ich ein neues hochlade. Also, warum sollte man überhaupt mit Blinds anfangen und nicht mit Markierungen? Also, alle, die mir folgen, wissen eigentlich, dass ich mit Blinds bzw. mit dem Einweisen anfange, bevor ich Markierungen mache. Und zwar hat das eigentlich ganz einfache Gründe. Die erste ist die Aufregung. Ja, also wenn man einem Hund viel wirft am Anfang, lernt der Hund, dass das Werfen toll ist und überhaupt und dass Arbeit mit Aufregung verbunden ist. Weil Werfen ist aufregend. Deswegen zum Beispiel auch mein großer Hinweis, wenn ihr euren Hund auspowern wollt oder irgendwie entspannen wollt, werft ihm keinen Ball. Auch nicht am Ende oder so. Oder vor der Aufgabe auf keinen Fall und auch nicht danach. Legt einfach ins Maul geben. Das ist etwas zum Abreagieren. Aber einen Ball werfen, bis der Hund den Ball hat, sind die Adrenalinpumpen losgegangen und ja. Ja, müsst ihr euch vorstellen, wie gleich, wenn ihr jemanden seht, ihr lauft auf der Straße und ihr seht jemanden oder euer Kind oder was weiß ich und dann seht ihr, wie er gerade fällt. In dieser Sekunde habt ihr doch so einen Pfumm, so einen Adrenalinausstoß, oder? Oder ihr Auto fahren und dann plötzlich passiert was, ein Ball oder keine Ahnung, und ihr habt so pfumm. Und genau dieser Adrenalinausstoß, der kommt halt auch bei Hunden, wenn die einen Ball sehen. Und deswegen ist, wenn ihr euer Hund so, sag ich mal, runterkriegen wollt oder entspannen wollt, die Energie rauslassen wollt, jagt ihr Energie in den Hund rein. Ja? Deswegen nichts werfen. So, wenn Ball, ich habe mit Ball gar kein Problem, Spielzeug oder was auch immer, ihr müsst halt mit Tennisbällen wegen den Zähnen und so, aber dann einfach ins Maul. Da können die Hunde sich dann wirklich abreagieren. So, okay. Das ist das eine, also erstmal die Aufregung. Sie sollen erstmal kennenlernen, dass Dummy-Training nicht aufregend ist. Es ist spannend, es macht Spaß, es ist Arbeit. Sie lernen, sie dürfen die Nase benutzen, sie dürfen das machen, was sie wollen. Also sie dürfen dennoch Spaß haben. Aber es soll nicht mit Aufregung verbunden sein. Es soll nicht yay, sondern Fokus, Konzentration, Ruhe. Ja? So, und deswegen fange ich mit Einweisen an, weil das ist einfach, ja, da gibt es keine Aufregung. Ja, am Anfang mit Futterschüsseln, aber wenn du da mit Blinds arbeitest, dann, da ist ja nichts. Ja, das ist nichts, was dem Hund fördert. Und wenn du einen Hund hast, der sich dabei schon aufregt, dann war es super gut, dass du nicht mit Markierung angefangen hast. Ja, so. Hallo Brigitte. Okay, und ja, also das war jetzt das. Und was man vor allem auch macht, also erstmal zusätzlich zu dieser Aufregung, die man in den Hund reinpumpt über längere Zeit, weil, also das, was ich jetzt immer so, also rein aus Erfahrung her, machen die meisten Leute Markierungen bis 1,5, 2. Und dann fangen sie mit Einweisen an, weil man dann nämlich so in dem A-Bereich ist, schon ein paar Prüfungen gelaufen ist und dann so angefangen hat. Natürlich, es werden immer mehr, die auch schon vorher Einweisen machen. Ja, aber dann ist es maximal dieses Werfen, Schicken, Nachlegen, voran. Ja, das ist ja für den Hund nichts anderes außer Werfen, weil hat ja vorher noch geworfen und es wurde auch gesehen und so weiter. Und ja, was wollte ich damit sagen? Genau. Und das heißt, sie fördern die Selbstsicherheit des Hundes 1,5 bis 2 Jahre. Aber nicht die Selbstsicherheit des Hundes in einer Aufgabe, wo er unsicher wäre, sondern in einer, ich weiß alles. Ich weiß, wo es liegt. Ich habe es gesehen. Ich kann das alles. Der da oben sagt nur go. Und im schlimmsten Fall sagt er nicht mehr go, wenn der Hund einspringt. Ja? Und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja einen Hund haben, der mit euch kommuniziert. Und spätestens nämlich mit 2 Jahren braucht ihr einen Hund, der mit euch kommuniziert. Und dann fängt es plötzlich an mit, ja, mein Hund hört Kaffee nicht auf den Sitzpfiff. Ja, mein Hund ist im Gebiet, sucht, bleibt nicht stehen, wenn ich ihm sage Stopp. Der nimmt nicht die Nase runter, wenn ich Suchenpfiff mache. Er fällt auf Verleitung rein oder ich schicke ihn geradeaus und dann geht es trotzdem nach da und so weiter. Ja, also der Hund ist einfach in Anführungsstrichen außer Kontrolle. Und wie es so ein netter Teilnehmer, ein nettes Team aus meiner Trainingsgruppe gesagt hat, das Monster ist erwacht. Ja? Und dieses Monster dürft ihr nicht erst füttern.
Ihr dürft nicht 1,5 Jahre eurem Hund sagen, ja, du hast recht, du weißt alles, du kannst alles, du machst das ganz alleine, geh mal, geh mal, geh mal. Ja? Weil wenn man Markierung macht, dann soll der Hund ja alles alleine machen. Und wenn man Suchen macht, soll der Hund ja auch alles alleine machen. Ja, natürlich hat er vorher nichts gesehen, aber die meisten bauen das ja auch noch mit Markierung auf. Also die werfen Dummies in den Wald, um den Hund dann in Suche zu schicken. Das heißt, du hast wieder Markierung. Ja? Und wenn du das dem Hund so beibringst, ist es klar, dass dein Hund dann plötzlich sagt, wenn der sagt, übrigens, ich bin hier oben, ich bin Chef und ich sag dir jetzt, du sollst stehen bleiben, dass der sagt, nö. Oder die andere Richtung, der Hund, der sensibel ist, der sagt, ich weiß, wie mein Leben läuft, ich weiß, wie mein Leben läuft, oh mein Gott, jetzt ist ja alles anders. Weil dann plötzlich Blinds kommen. Und weil dann plötzlich nichts mehr sicher ist, weil die Selbstsicherheit ja immer nur im Wissen war. Ja, also sie wussten, da ist etwas. Das ist die Selbstsicherheit. Das ist keine Selbstsicherheit aufgrund von, er da oben oder sie da oben hat mir gesagt und deswegen laufe ich. Es muss da was sein. Oder sie pfeift, ich setze mich hin, weil ich bin wohl falsch. Ja, es ist immer so dieses, ach, der Mistkerl da hinten oder die Mistfrau da hinten will mich wieder abhalten, mein Ziel zu erreichen. Und das kommt vor allem auch oft, weil die Sitzwürfübungen falsch aufgebaut wurden. Ja, also vom Sinn her für den Hund. Okay, so, also erstens, Aufregung zu hoch, wenn man mit Markierung anfängt. Zweitens, die Selbstsicherheit wird reingeballert in den Hund, in sich selbst und nicht in den Hundeführer. Oder in das Team oder in die Kommunikation miteinander. Und so eine ganz Kleinigkeit, die dritte Sache, die aber wahnsinnig unterschätzt wird, ist der Zeitaufwand. Um Blinds festzumachen, also damit du wirklich sagen kannst, da wird geschossen, da gibt es ein Treiben und du schickst geradeaus Blind durch auf 80 oder 100 Meter. Das dauert seine Zeit. Egal, welche Methode du verwendest, ob du meine machst, ob du von jemand anders, keine Ahnung, ist total egal. Es ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Dein Hund muss viele positive Wiederholungen haben. Er muss viel lernen. Er muss sagen, nein, das ignoriere ich und das ignoriere ich auch. Er muss lernen, dass es mal durch Gras geht, dass es über Gelände geht, dass es schräg geht, dass es sonst was geht. Beim Einweisen hat man wahnsinnig viel zu tun. Es ist eigentlich nur, lauf doch nur geradeaus. Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, wenn wir mit dem Hund sprechen können, wäre alles kein Ding. Aber deswegen dauert das wahnsinnig lange. Und deswegen nutzt doch die Zeit, in der euer Hund, sage ich mal, das Einweisen noch nicht braucht, weil auf den Prüfungen das noch nicht verwendet wird, aber nutzt die Zeit, um das aufzubauen. Weil dann braucht ihr vielleicht, wenn euer Hund 2 ist, nur noch 1 Jahr, um ein richtig super, mega tolles Einweisen zu haben. Vielleicht ist das ja auch schon mit 2 Jahren. Es ist ja auch immer, muss man ganz ehrlich sagen, das ist Hundetyp abhängig. Es gibt Hunde, die sich gerne was sagen lassen, die haben dann mehr Probleme bei Markierung oder bei der Suche. Dann gibt es Hunde, die sich gar nichts sagen lassen wollen. Die haben wahnsinnige Probleme beim Einweisen, aber dafür sind sie besser im Markieren und in der Suche. Und dann gibt es diese ganze Bandbreite dazwischen. Ja? Und je nachdem dauert das eine halt länger als das andere. Aber das Gute ist, wenn du einen Hund hast, der sich super gut einweisen lässt, kannst du ja früher auch mit dem Markieren anfangen, weil du mit dem Einweisen ja schon durch bist. Aber im Standard ist es einfach so, dass du fürs Einweisen wahnsinnig lang brauchst. Und vor allem viel, viel länger als für Markierung. Ja? Also Markierung, ja, ist auch eine Übungssache, aber du kannst auch nicht so viele machen. Also das würde ich zumindest nicht machen. Auch wenn du dann mit Markierung anfängst, solltest du nicht gleich losballern. Dann nicht gleich, okay, heute machen wir 20 Markierungen in einem Training oder so. Ich mache immer ganz dosiert, also 1 oder 2. So, mehr gibt's nicht. Und da muss man schauen, was passiert. Und auch nicht nur ein Training vergleichen. Ja, also wenn du sagst, ja, funktioniert ja super, mega cool. Ich habe jetzt 3 Markierungen geworfen. Mein Hund war total leise, kein Ding. Das musst du 3, 4, 5 Mal machen, also mit den Trainings. Dann erst kommt nämlich der Gewöhnungseffekt von deinem Hund und der merkt, oh, das ist jetzt normal. Und dann kommt die Aufregung, weil dann kommt die Erwartungshaltung. Wenn du das nur einmal machst, dann ist das ja so nach dem Motto, dann wird dein Hund überrascht und hat keine Erwartungshaltung. Deswegen wird er wahrscheinlich besser gehorchen, weil er ja noch nicht genau weiß, um was es hier geht. Ich gucke mir mal die Frage durch von Sebastian. Ich habe im ersten Jahr nur Einweisen gemacht. Jetzt habe ich einen super gehorsamen Hund, der aber sofort fragt, wenn er jetzt selbstständig machen soll. Ja, das ist wieder was anderes. Wenn du nur Einweisen, deswegen gibt es ja meine Vielfelder. Ja, also Vertrauen, Unabhängigkeit, Kommunikation und Frustrationstoleranz. In allen 4 Feldern musst du arbeiten. Was ich mit den, sage ich meine jetzt, mit Markierung, du sollst nicht mit Markierung anfangen.
Aber was ich jetzt zum Beispiel bei Christiane fragt hat, wann beginnst du denn mit Markieren? Und zwar fange ich Markieren an. Ich mache dann immer mein schönes Beispiel. Ich war mit Indy auf einer JPR-Vorbereitung und er war, glaube ich, wie alt war er? Ich weiß es nicht, ein Jahr oder so. Und da hat er seine erste, allererste Markierung in seinem Leben erlebt. Und was soll ich sagen? Er hat sie gearbeitet. Ja, das ist halt das Ding. Hätte ich jetzt nie Einweisen gemacht und hätte ihn jetzt auf so einem Event einmal Einweisen geschickt, obwohl er es noch nie im Leben gemacht hatte, wäre er wahrscheinlich nicht gegangen. Ja, so muss man das immer sehen. Also Markierung ist so, ist eigentlich ein easy Ding, sage ich mal. Natürlich machen Hunde Fehler, aber es ist eine easy Sache. So, und das, was Sebastian jetzt meint, ist, das ist genau das, was ich meine mit dem Typ abhängig. Wenn du jetzt einen Hund hast, der wahnsinnig führig ist, dann darfst du auch nicht nur Einweisen machen. Ja? Du musst halt auf den Hund gucken. Und wenn du einen wahnsinnig führigen Hund hast, dann weißt du, okay, oben im Unabhängigkeitsfeld, da musst du richtig was machen. Aber du darfst dann halt nicht über nur Markierungen machen, weil sonst hast du ein Problem in der Frustrationstoleranz. Ja? Das heißt, zum Beispiel würde ich bei so einem Hund wahnsinnig viel Suchen machen. Selbstständig, eigenständig, Kopf anschalten und abarbeiten. Also mit was ich anfange, ihr könnt, also falls ihr es noch nicht habt, ich habe ja so einen Welpenguide, den könnt ihr euch runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de/guide, Guide. Und da sage ich mit den 4 Aufgaben, mit denen ich anfange. Ja, also ich fange mit Fußarbeit an, ich fange mit Suche an, ich fange mit Einweisen an und ich fange also mit voran, logischerweise ist das der erste, und ich fange mit dem Suchenpfiff an. Und dem Sitzpfiff. Also da wusste ich nicht, für was ich mich entscheiden sollte und habe mich dann für Suchenpfiff entschieden. Aber das ist das, was ich mache. Und nochmal die Frage auf, zu Christiane, wann ich anfange mit Markierungen, ist es relativ, weil ich fange mit Memory Marks an. Das kommt im nächsten Podcast nochmal dran. Ich glaube, da habe ich das erwähnt. Kurz das Auto vorbeifahren lassen. Es fahren nämlich nur noch Idioten vorbei, seit hier die Straßen so frei sind. Ist auch wieder Sommer hier. Genau, also ich fange mit Memory Marks an und zwar Memory Marks sind Markierungen, die fallen als Markierung, aber mein Hund darf sie nicht sofort arbeiten, weil ich die Erwartungshaltung und die Erregungslage nicht haben möchte, aber doch dem Hund schon mal zeigen möchte, dass es eine Markierung gibt. Also ich zeige, ich sag mal, im Grundsatz zeige ich meinem Hund eigentlich alles, was es in der Welt des Dummy-Trainings gibt, bis er so 9 Monate alt ist. Aber ganz kleinig. Klein. Also er hat schon mal im Blind gearbeitet, natürlich nicht lang, nicht weit und so weiter. Er hat schon eine Suche gemacht, er hat auch schon mal eine Markierung gearbeitet, aber eben nicht als Markierung, sondern als Memory Mark. Dann hat er den Sitzpfiff kennengelernt, er weiß, was ein Suchenpfiff ist, er weiß, was ein Kommpfiff ist, er weiß, was gibt es denn da noch alles. Ja, er weiß, was wa Na, Wasser ist immer relativ. Also Wasser, da würde ich mich jetzt nicht raus. Also je nachdem, was für einen Hund ihr habt und wie das Wetter ist. Ihr müsst. Mir wurde, also das nur ganz kurz, mir wurde damals wahnsinnig viel Stress gemacht, weil Mika ging nicht ins Wasser. So, er ist geboren worden im August und er war im Frühjahr darauf nicht im Wasser. Und mir wurde wahnsinnig viel Stress gemacht, also von unbewusst, glaube ich weiß es nicht, aber mir wurde von allen gesagt, wenn der im ersten Jahr seines Lebens nicht schwimmt, wird der nie ein guter Schwimmer. Der wird immer ganz schlimm. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Hund gedrängt, zwar nett und weiter, aber trotzdem, das. Im Nachhinein, ich habe ihn gedrängt, ins Wasser zu gehen. Und habe mir dadurch eine richtige Wasserbaustelle gebaut. Ja, vielleicht ist er auch so ein Hund, der nicht jetzt der instinktivste Wasserhund ist. Aber trotzdem war dieser Druck schlecht für mich. Ja, und diesen Druck solltet ihr euch einfach nicht beugen. Oder lasst euch keinen Druck von irgendwas machen. Wenn ich jetzt sage, macht keine Markierung und euch das Druck macht, dann macht halt Markierung. Aber überlegt meine Begründung oder meine Gründe, die ich so habe. Und überlegt einfach, was für ein Typ Hund habt ihr? Wo solltet ihr mehr drin arbeiten? Wo sind die Bereiche, die bei euch fehlen? Und da müsst ihr euch drauf konzentrieren. Genau. Nochmal, falls ihr wegen meiner Roadmap, falls ihr diese Bereiche und so weiter nochmal braucht, ja, also das ist www.hundeschule-jagdfieber.de/roadmap. Roadmap. Genau. Und das ist auch so, es ist alles kostenlos, diese Sachen, die ich euch gerade so sage. Ja, also die Trainingsgruppe ist kostenlos, der Guide ist kostenlos und die Roadmap. Aber dann habt ihr erstmal so einen Grundsatz und dann versteht ihr vielleicht auch, warum ich das alles so erzähle. Ja? Okay, also genau, habt ihr noch was geschrieben? Nee, gut. Ja. Und wenn ihr natürlich so einen sehr geführigen, gehorsamen Hund habt, wie Sebastian einen hat,
dann müsst ihr dann natürlich anders arbeiten. Ja, dann müsst ihr da mehr Unabhängigkeit reinbringen. Okay. Und dann müsst ihr auch im Kommunikationsbereich nicht so viel machen. Da müsst ihr eher in dem Ich kommuniziere nicht mit dir Bereich machen.